So, da sind wir wieder. Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Nitriska Version 2.0. Hier City of the Al-Hatai. Zweites Level hier von Utmosis. Pause. Wir pausierten hier das Spiel direkt am Anfang. Muss ich überhaupt hin? Nee, dachte ich mir. Skorpione. Ah, hier geht's lang. Lass mich raten, drauf geht's nicht. Nee. Die seid anscheinend auf der Mauer. Ich hab hier nicht so ganz, wo ich hier hin soll. Da sind wir hergekommen. Ich hab jetzt einen Rucksack. Ich höre irgendeinen Skorpion. Wo ist denn der? Warum versucht mir das Spiel zu vermitteln, dass mein Auge eine Kameralinse sei?
Okay, also offensichtlich müssen wir da durch. Damit wir da in diesem Innenbereich sind. Ah, kommt hier denn her? Na, was steht's ein? Jetzt. Ach, jetzt weicht ja auch noch aus. Muss ich das Tor einrammeln lassen? Nee, du kommst hier wahrscheinlich nicht hoch. Ah, jetzt ist offen. Wenn man schon nicht mehr dran glaubt. Alle zu Kleinholz hier verarbeitet. Thank you.
Scheiße. Was haben wir hier noch? Irgendein Skorpion ist hier noch. Ich habe jetzt letztlich aber auch bloß einen Hebel umgelegt, ne? Also nicht irgendwie was eingesammelt, eine Maske oder Golden Panther oder irgendwas in die Richtung, sondern ich habe bloß einen Hebel umgelegt und offensichtlich geht's hier nicht weiter. Okay. Hier ist noch ein Hebel. Na nu? Nee. Hä? Ein Hebel, der von unten nach oben geht. Auch nicht schlecht. Wo ist denn dieser Skorpion? Hier.
Ach so, ich muss mich da in das Licht stellen. Ah. Willst du mich verarschen, Alter? Was kommt denn da noch? Weg ist er. Noch nicht weg, Alter. Ich will doch nur den Arsch voll Blei pumpen. Ah. Man muss drauf schießen. Ja. Wo ist noch hin? Hier irgendwo. Nee, warte mal, der ist schon. Wer fehlt denn jetzt hier noch? Nee, einer fehlt noch.
So, also die sind dann nicht mehr erleuchtet, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe. Okay, sind sie doch noch? Fehlt denn hier noch? Hier hinter noch ein Haus? Nee. Raff das nicht. Jetzt geht's doch auf. Kann ja nochmal speichern. Ach, das ist gleich Part 2. Ah. Wer hat denn hier reingefurzt? Was soll denn das?
Aha. Na, wenn das mal keine Falle wird. So eine Überraschung. Nipp, das geht nicht. Was passiert, wenn ich hier drin kippe? Oh. Ja. Na gut, eine andere Wahl habe ich ja nicht. Na toll, was mag ich jetzt hier? Ich freue mich, dass ich hier dann bitte stehe. Warte mal, was ist das? Nee, da ist nichts. Ja, super. Jetzt stehe ich hier und nu.
Da oben kamen wir sowieso nicht weiter. Ja. Da muss ich ja da drin irgendwas auslösen. Wir sehen nicht irgendwas, was da Sand reinkippt oder irgendwas in die Richtung. Ich meine, das Ding muss ja auch eine Bewandtnis hier haben. Auch nicht. Nee. Guck mal eigentlich da hinten hin. Dieses Areal ist die Heimat von hochrangigen Kriegern, Priestern und Priestern von der Stadt. Die zentrale Struktur ist eine Art Betplattform. Die Köpfe symbolisieren die Umrisse von dem da, dem Gott von Krieg. Der auch als Sonnengott bekannt war. Benutze den Hebemechanismus, um wieder nach oben zu kommen und schau dir die Quartiere, also die Unterkünfte der Priester an. Ich vermute, du wirst etwas Brauchbares finden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir sonst über diese Stacheln kommen sollten. Benutze den Hebelmechanismus. Was denn für ein Hebelmechanismus? Aha, das fliegt sogar durch. Auch nicht schlecht. Ja, damit wir irgendwie da rüberkommen. Und dann da rein. Okay, das. Was das Ziel ist, habe ich verstanden. Aber wie kommen wir da hin? Ach, ich ahne was. Manchmal ist es so billig. Ja, jetzt ist auch klar, wie wir da hinten hinkommen. Also an die Rüstung da. Yeah. Manchmal ist man aber auch wie vernörkelt.
So, Sci-Fi Mambo Jumbo. Danke. Ah, da ist wieder was passiert. Mike jetzt hier? Aber mit Serious Speed schaffe ich es nicht hier rüber. Das kann es nicht sein. Ne?
Lichtsprung würde ich vielleicht oben schaffen. Boah, aber nicht unten. Ich speichere mal. Doch. Aber mit Ach und Krach, du. Meistens diesen Mist hier. Nee. Warte mal, da habe ich was eingesammelt. Wäre sinnvoll, dass ich da irgendwas hinpacke, aber da war ja nichts. Da ist auch nur die nackte Wand. Hä? Wo muss ich denn mit dem, was ich hier eingesammelt habe, hin?
Wo habe ich das eigentlich eingesammelt? Achso, hier oben. Genau hier irgendwie. Ach doch, da ist was. Stimmt, das war nicht innen, das war außen, ja. My bad. Die einen immer wieder versuchen, dir zurück in die Stacheln zu schubsen. Zit, zit, zit. Na, wenn das mal keine Falle wird. Tür auf? Sehr schön. Wird langsam ein bisschen eng hier. Ah, jetzt. I smell some serious firepower. Kann ja dann nur noch die Kanone sein, weil ich glaube, das ist die einzige, die uns noch fehlt. Noch mal Plasma und so, na sage ich doch. Weggerechnet. Now this baby should warm things up a bit. Come on!
Das wird eine mehrstufige Arena. Das erkenne ich schon irgendwo. Schifft das auch noch. Mechs, Kettensägentypen, nein, Werbullen. Noch mehr Werbung.
Papien fehlen noch. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt muss da langsam mal der böse Endboss kommen. Oder erst noch ein paar Clears. Warum nicht ein paar Clears? Hatten wir schon lange nicht mehr. Zusammen mit Werwolven? Falls ihr jetzt bei der Aufnahme wenig erkennt, bei mir ist auch nicht heller. Natürlich. Es geht weiter. Auf zur nächsten Arena. Schön im Kreis rennen.
ein Hebel. Der macht da irgendwas. Irgendwas mit dem Portal macht er. Okay. Na, was hat er denn hier? Nie vergessen. Ach, gar keinen. Okay, dann ist das hier unten irgendwas. Fehlt mir ein Stück. Ups. Ach Mist. Hätte ich mal speichern sollen. Okay, dann spiele ich nochmal zu ihm hier vor und wir sehen uns dann gleich wieder. Netten. Jedes Mal. Na, zum Glück habe ich ja gespeichert. So, jetzt gucken wir uns nochmal an, wo diese Hebel sind. Weil irgendwie wäre ich daraus nicht so ganz schlau. Vielleicht darf ich auch nicht nach unten. So, Prinz Ogenuch.
So, an jeder größeren Säule, die nach unten ragt, ist einer dran. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Na, das war doch hin. Habe ich irgendwo oben einen vergessen? Und dann die Dinger? Keine Ahnung. Fahren wahrscheinlich raus und dann müssen sie anschießen. Das Portal wirkt irgendwie so, als ob sie auf diesem Steinring da durch die Gegend fahren könnte. Gut, diesmal hüpfen wir nicht nach unten, sondern bleiben oben. Eins. Zwei. Immer schön die Klöten. Drei. Na. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Raten runterballern kann ich mich nicht, ne? Na, sag ich ja. Den Hebel haben wir, den Hebel haben wir. Wo übersehe ich denn hier einen? Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Kapiere ich nicht. Offensichtlich fehlt noch ein Hebel. Wir speichern mal. Das gehen wir mal runter. So. Jetzt haut er ja das ganze Ding kaputt. Ach, da muss man auch nochmal aufdrücken. Ah. Was passiert jetzt? Also nix.
Gut. Okay, jetzt drücke ich da zweimal rein. Habe ich was von? Weil es ja außer den beiden hier auch nichts anderes gibt. Also es gibt nicht irgendwie einen dritten oder so. Hier das nicht. Was soll ich denn da machen? Weil wenn ich ihn einfach nur weiter runterschieße, wird er wahrscheinlich nicht funktionieren. Legt er sich wieder auf, bumm. Auch kein Jump-Pad irgendwie nach draußen, dass man sagt, okay. Wisst ihr, seht ihr sich ja auf. Also was wir probieren können, ist, dass wir da unten versuchen auszuharren, bis eventuell irgendwas nicht wegbricht oder so, aber eine andere Idee hätte ich jetzt nicht mehr. Das Portal hat sich ja auch nicht bewegt. Woran sehe ich eigentlich, was wo wegbricht? Gar nicht. Oder da, wo es wackelt? Es hat ja gerade gewackelt. Einen Versuch mache ich noch. Geht ja hier auch, wenn der stapft.
Außen innen? Okay, ich habe gesagt, nur noch einen Versuch, aber ich habe jetzt hier noch eine Idee. Klappt garantiert nicht, aber schauen wir mal. Dann frage ich mich, was der Quatsch überhaupt bringen soll, wenn hier unten alles wegbricht. So, wir speichern jetzt nochmal einen neuen Slot. Okay, da bricht das weg, was auf dem ich stehe. Also nach außen. Also scheint irgendwie immer das wegzubrechen, auf dem ich stehe. Nach ein paar Sekunden. Das wäre ja quasi das Geheimnis, bewegen. Wetter klart schon mal auf. Aha. Sprühe sind auch nichts weg. Wenn ich jetzt hier bewege. Muss ich ihn hier runterlocken oder was? Okay, hier geht's nicht weiter. Ich kapier's nicht.